heute mal ein Video, was sich auch viele von euch gewünscht haben. Und zwar zeige ich euch mal so meine Mobility-Routine. Ein paar Übungen, die ihr gerade jetzt in Quarantäne auch gut zu Hause machen könnt. Alles, was ihr braucht, ist eine Matte. Ich mache die Übungen eigentlich super gerne morgens, so die Abfolge. Und aber auch gerne vor Sessions, einfach um den Körper geschmeidig zu bekommen. Ist ein bunter Mix aus Übungen, die ihr sicher schon kennt. Und jetzt seht ihr, wie ich die zusammenwürfel. Ihr begebt euch auf eure Matte und legt euch als allererstes mal auf euren Rücken. Die Beine könnt ihr schon mal anstellen und dann nehmen wir die so hoch und machen jetzt so einen Twist, indem wir die Knie nach rechts und links bewegen und den Kopf immer gegenläufig. Schaut, dass eure Schultern möglichst auf dem Boden liegen bleiben. Und dann streckt ihr ein Bein, macht nochmal so eine verstärkte Rotation, dreht auch den Kopf zur Gegenseite. Den einen Fuß, das seht ihr da, den klemme ich mir da so beim Knie ein. Dann kommt einfach noch eine bessere Traktion auf die Lendenwirbelsäule. Das mache ich einfach nur ein, zwei Mal pro Seite und dann gehe ich auch schon in so einen Kreisen über, zieht die Knie ran zur Brust und macht wirklich mit eurem Becken auf der Matte, auf dem Kreuzbein schöne Kreise. Und dann zieht ihr ein Bein so fest, wie es geht, ran zur Brust, wandert da so ein bisschen mal außen, mal weiter innen, dass ihr schön so einen Stretch auf die Hüfte gebt. Und das braucht ihr auch gar nicht zu lang machen. Ich mache das ein, zwei Mal, dann setze ich mich schon wieder hin. Noch einmal einen Twist. Da kann es dann auch gut mal knacken. Dann wisst ihr doch, dass auch alles wieder an der richtigen Stelle ist. So, dann kommt ihr hoch in den Fersensitz. Legt einmal die Schultern nach hinten. Mir wird etwas warm. Ich ziehe mal meine Jacke aus. Und dann kommt ihr in den sogenannten Vierfüßlerstand, macht ein paar Mal einen Katzenbuckel und einen Hunderücken, lasst euch durchhängen, mobilisiert da euren ganzen Rücken und dann geht ihr wieder in den Fersensitz, streckt die Arme nach vorne und stretcht nochmal euren Latissimus, eure Schultern und schaut, dass ihr, genau, wenn ihr die Knie ein bisschen weiter auseinander nehmt, kriegt das Becken noch mehr Platz. Der Stretch kann noch intensiver werden. Macht es nach Gefühl, immer rechts, links, ein paar Mal. Und wie gesagt, gar nicht zu oft. Das soll ja eher auch ein bisschen aktivierend sein. Und dann geht es auch schon in den herabschauenden Hund. Hier gehe ich erstmal auf der Stelle. Das heißt, ich beuge meine Knie im Wechsel an, schiebe eine Ferse immer runter zum Boden. Auf der Seite habe ich dann mehr Stretch. Schaut, dass euer Rücken schön gerade ist und der Blick auf die Matte runtergeht, dass euer Nacken auch schön lang ist. Fortgeschrittene können auch nochmal ein Bein abheben, so wie ich, und auch nochmal anwinkeln. Das ist nochmal ein super Stretch vorne auf die Leiste, Vorderseite vom Oberschenkel. Und dann gehe ich immer wieder zurück in diese mittlere Pose, in der ich dann auf der Stelle gehe. Nochmal die andere Seite, den Stretch. Und nochmal auf der Stelle gehen, nochmal in die Dehnung rein. Und mit einem großen Schritt hole ich Schwung und setze ein Bein nach vorne. Drehe ich mich nochmal so ein bisschen zur Seite, einfach ja, um vor allem die Hüfte vorzubereiten. Und jetzt mache ich den sogenannten Sprinter mit Rotation hier. Ich drehe zu einer Seite auf, versuche den Ellenbogen runterzubringen zur Matte, drehe wieder auf, schaue immer die Hand, die aufdreht, hinterher. Mach das 5, 6, 7, 8 Mal. Dehn hier nochmal ein bisschen. Wirklich auch nochmal vorne die Hüfte, Hüftbeuger. Einen Schritt zurück. Wieder in den Hund. Nochmal da ein paar Schritte genießen. Und dann kommt auch die andere Seite mit Schwung nach vorne. Wenn ihr es nicht bis ganz zwischen die Füße schafft, kein Problem, dann rutscht ihr den Fuß einfach ein bisschen weiter nach vorne nach. Und dreht auch hier schön auf, die Hand guckt, der Kopf guckt der Hand hinterher. Und
Genießt die Drehung, die Dehnung, die ihr in der Hüfte erfahrt. Genau, Hand setze ich wieder ab, Knie setze ich ab, dann kann man da nochmal so ein bisschen besser in den Hüftbeuger reindehnen. Und dann wieder mit einem Schritt nach hinten in den herabschauenden Hund. Und der fühlt sich jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen geschmeidiger an. Ich finde, man sieht es auch. Nach vorne über die Kobra lasse ich mich runter auf die Matte und genieße einmal den Stretch der gesamten vorderen Kette. Und dann geht es wieder zurück in den Fersensitz. Die Arme bleiben vorne. Ihr schaukelt da nochmal so ein bisschen hin und her. Schaut nochmal, wie sich eure Schultern anfühlen. Gebt denen nochmal einen kleinen Stretch. Und einmal noch den Hund. Jetzt kommt ihr mit beiden Füßen nach vorne zwischen die Hände und lasst euren Rücken nochmal hängen. Schaukelt ihn so ein bisschen, da kann man ganz gut so an die Ellenbogen greifen, um wirklich locker zu lassen. Geht ruhig in die Knie etwas, also beugt die, dass nicht zu viel Spannung drauf ist. Und dann könnt ihr das nochmal strecken und beugen und einmal lang machen. Und dann kommt ihr langsam hoch. Dann stellt ihr euch nochmal mit beiden Füßen so auseinander und geht in so einen seitlichen Stretch. Da wechsle ich auch einmal nach rechts und links, dehne nochmal die Adduktoren, also die Innenseite von den Beinen. Könnt ihr auch nochmal so jetzt den Fuß so abheben und das Ganze nochmal ein bisschen intensiver machen und schiebt da nach rechts und links. Super Übung für die Hüfte. Und dann gehe ich nochmal ein bisschen weiter auseinander, muss jeder für sich seine Position finden und mache auch hier nochmal eine Rotation. Dreh auf, schau auch nochmal meine Hand hinterher, das verstärkt auch einfach nochmal die ganze Dehnung von den ganzen, ja eigentlich der gesamten Faszien, Verbund. Ihr werdet es sicher merken, auf der Vorderseite im Bauch, es geht durch den ganzen Körper. Und dann einmal in die tiefe Hocke. Habe ich schon verraten, da arbeite ich viel dran. Da schiebe ich nochmal ein bisschen auch nach rechts und links, groove mich da so ein bisschen ein. Und gehe nochmal in den Fersensitz. Der Fersensitz ist für viele ja auch schon eine gute Dehnung vom Quadrizeps. Ich nutze das auch nochmal, um so ein bisschen meine Sprunggelenke zu mobilisieren, indem ich hier die Füße liegen lasse und abhebe. Dann stelle ich auch nochmal die Zehen auf, setze mich quasi auf die Fersen, bringe einen schönen Zug auf die Plantarfaszie, auf die Fußmuskeln und schiebe dann da noch so ein paar Mal vor, zurück. Das dehnt schön die tiefen Unterschenkelmuskeln und wie gesagt auch eure Fußsohle. Das mache ich gerne vorm Laufen. Dann schiebe ich nochmal so ein bisschen nach rechts und links, versuche den Fuß so gut wie es geht stehen zu lassen. Nochmal eine super Mobilisation von den Sprunggelenken und nochmal vor zurück und dann war es das auch schon. Ich komme wieder hoch, einmal tief Luft holen und nochmal schön den Stretch nach hinten für die ganze Vorderseite ausatmen und noch einmal einstrecken und wieder aus. Ja, das war's auch schon. Ich ziehe mir meine Jacke wieder an. Ich hoffe, euch hat's gefallen, euch hat's Spaß gemacht. Ja, lasst mich wissen, ob es euch gefallen hat, ob ihr das Gefühl hattet, danach geschmeidiger zu sein. Ich freue mich über eure Rückmeldung und klickt euch durch und viel Spaß beim nächsten Video.